Herzlich willkommen auf unserer Reise ins Märchenland. Wir öffnen die Zaubertür und sehen einen Vorhang. Was ist das? Helft mir, den Vorhang zu öffnen. Macht alles so. Ja, danke. Das Märchen von Hänsel und Gretel. Aufgeschrieben von den Gebrüdern Grimm. Einst lebte ein armer Holzfäller mit seinen Kindern Hänsel und Gretel und deren Stiefmutter, die richtige Mutter war vor Jahren gestorben, in einer bescheidenen, armen Hütte am Rande eines dunklen Waldes. Oft wusste die Familie nicht, woher sie ihr täglich Brot bekommen sollte. Und als all ihre Vorräte aufgebraucht waren, beschlossen die Eltern aus lauter Not, ihre Kinder im Wald auszusetzen, damit sie dort für sich selbst sorgen sollten. Hänsel aber hatte eines Abends die Gespräche der Eltern gehört und sie Gretel erzählt. Diese weinte bitterlich darüber. Hänsel aber tröstete sie und sprach: Ich weiß, wie wir wieder aus dem Wald herausfinden. Sei guten Mutes, liebe Schwester. Und noch ehe die beiden Kinder am nächsten Morgen geweckt wurden, hatte Hänsel schon draußen Kieselsteine gesammelt und beide Hosentaschen damit gefüllt. Am nächsten Morgen, die Sonne war gerade aufgegangen, weckten die Eltern die Kinder und sprachen: Kommt, Kinder, wir gehen gemeinsam in den Wald, um Holz zu sammeln. Hänsel und Gretel machten sich mit den Eltern auf den Weg. Während sie so liefen, streute Hänsel heimlich die Kieselsteine auf den Weg. Tief im Walde angekommen, sprachen die Eltern: Nun, Hänsel, nun, Gretel, seid tüchtig und sammelt Holz, damit wir zu Hause den Kamin feuern können, damit wir es bei aller Not wenigstens warm haben. Und sie ließen die Kinder allein zurück. Als es langsam dunkel wurde und die Kinder merkten, dass die Eltern sie tatsächlich im Wald allein zurückgelassen hatten, bekam Gretel große Angst. Hänsel tröstete sie und sprach: Sobald der Mond sein Licht auf die Erde wirft, bringe ich dich nach Hause. Hab keine Angst, liebe Gretel. Und tatsächlich, als der Mond aufging, leuchteten die Kieselsteine auf dem Weg und führten die Kinder sicher heim. Die Eltern, die sich über ihre Tat schon grämten, waren froh, ihre Kinder wieder bei sich zu haben. Doch es dauerte nicht lange und die Hungersnot wurde wieder groß. So beschlossen die Eltern abermals, die Kinder in den Wald zu führen und sie dort ihrem Schicksal zu überlassen. Aber diesmal sperrten sie die Tür ab und so konnte Hänsel keine Kieselsteine für den Weg sammeln. In seiner Not streute er die letzten Brotkrumen auf den Waldboden, wohl wissend, dass es sein einziges Essen war. Und als die Kinder diesmal im Mondschein nach dem Weg suchten, konnten sie ihn nicht finden, denn die Vögel hatten längst alle Brotkrumen aufgepickt. Und so blieb den Kindern nichts anderes übrig, als im Wald zu übernachten. Am nächsten Morgen brachen sie auf, um ihren Weg nach Hause zu suchen. Sie waren vor Hunger und Durst schon ganz schwach, als sie auf der Lichtung ein seltsames Häuschen sahen.
Es war über und über von Lebkuchen und anderen Leckereien bedeckt. Und weil Hänsel und Gretel so großen Hunger hatten und schon ganz schwach waren, brachen sie sich einige Stücke ab und steckten sie in ihre Münder. Da hörten sie plötzlich eine Stimme krächzen. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Die beiden erschraken und gaben zur Antwort, der Wind, das himmlische Kind. Und dann, wir sind nur zwei hungrige Kinder, die lange nichts mehr zu essen bekommen haben. Daraufhin erschien eine alte, schon sehr gebeugte Frau, die sich sehr freundlich gab und die Kinder in ihr Haus einlud. Sie gab ihnen allerlei Leckeres zu essen und zu trinken und hieß sie herzlich bei sich willkommen. Aber kaum waren die Kinder satt, lockte sie Hänsel in einen Käfig und sperrte ihn dort ein. Gretel aber musste von Stund an hart für die Alte arbeiten, denn in Wahrheit war sie eine böse Hexe. Hänsel wurde von der Alten gemästet, indem sie ihm Tag für Tag die leckersten Speisen durch die Käfiggitter steckte. Sie wollte ihn nämlich mästen, dass er dick und fett würde, denn dann wollte sie ihn braten. Gretel dagegen musste sich mit ein paar Abfällen zufrieden geben und bis zum Umfallen arbeiten. Jeden Tag prüfte die Hexe, ob Hänsel schon fett genug sei, um gebraten zu werden. Hänsel sollte dazu seinen kleinen Finger aus dem Gitter herausstrecken, doch er täuschte die Alte. Indem er ein kleines Stöckchen nahm und es der Alten hinhielt, so dass sie glaubte, Hänsel wäre noch ganz mager. Aber nach einiger Zeit ärgerte sich die Hexe, dass Hänsel gar nicht dicker wurde. So sprach sie eines Tages, »Jetzt werde ich nicht mehr länger warten. Noch heute werde ich dich braten.« Gretel, schür das Feuer im Backofen, damit ich mir aus deinem Bruder ein leckeres Mahl braten kann. Gretel in ihrer Angst erwiderte, ich weiß aber nicht, wie man das Feuer schürt. Dummes Ding, schimpfte da die Hexe. Schau her, ich will dir zeigen, wie das geht, damit du es lernst. Sie steckte ihren Kopf in den Backofen, um das Feuer anzufachen. Da gab Gretel ihr beherzt einen kräftigen Stoß, so dass sie ganz und gar im Backofen verschwand. Gretel schloss flink die Tür des Backofens und die böse Hexe verbrannte darin. Gretel befreite Hänsel aus seinem Käfig und die beiden Kinder umarmten sich vor lauter Freude und Glück. Bevor sie sich jedoch auf den Heimweg machten, wollten sie noch die Vorräte der Hexe mitnehmen. In der Vorratskammer fanden sie eine Kiste mit ganz vielen Schätzen, Gold und Silber und Edelsteine. Sie füllten sich ihre Taschen damit, nahmen reichlich Wegzehrung mit und machten sich daran, ihren Heimweg zu suchen. Nachdem sie eine ganze Weile gelaufen waren, kamen sie an einen See, den sie nicht überqueren konnten, und schwimmen konnten sie leider auch nicht. Da kam eine Ente geschwommen und sprach, Knack, 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 ich werde euch helfen, euch über den See tragen. Gretel setzte sich auf den Rücken der Ente und wurde von ihr sicher an das andere Ufer getragen.
Und so geschah es auch mit Hänsel. Da setzten die beiden ihren Weg fort. Schon bald kam den Kindern die Gegend vertraut vor und es dauerte nicht lange, und sie erblickten ihr Elternhaus. Sie rannten, so schnell sie ihre Füße trugen, auf das Haus zu. Kaum hatten sie an die Tür geklopft, wurde diese geöffnet und ihr geliebter Vater stand vor ihnen. Er freute sich von ganzem Herzen, seine Kinder wieder zu haben. Und als sie ihre Schätze zeigten, wusste er, dass sie nie wieder Hunger leiden würden.